Ich denke noch eine kurze Diskussion. Wir werden sicher dann nach der Pause wieder pünktlich weiterfahren. Ja? Ich habe die Frage, wie war damals, waren da die Sternbildgrenzen des Synthetischen? Das ist eine Frage, die ich natürlich hier nicht angegangen bin, weil die ist komplex. Ja? Es gibt unterschiedliche Definitionen des Tierkreises, wenn man den babylonischen Tierkreis nimmt. Ist es eine andere Definition als das, was die Araber benutzt haben. Da gibt es durchaus einen Unterschied von drei oder mehr als drei Grad in dem Ayanamsha. Und heutzutage haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Angeboten, ja, und mehr oder weniger gut begründet. Ja. Ich denke, das ist ein Problem, was da machen sich auch Leute Gedanken drum. Ich habe auch meine Gedanken dazu beigetragen, wie man das definieren könnte, diesen siderischen Tierkreis. Meines Erachtens muss eine solche Definition eben auch an galaktischen Strukturen orientiert sein. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Theorien. Aber letztendlich ist wir sprechen von Unterschieden von ein paar Grad. Ja? Wir sprechen nicht von Unterschieden, die weit weniger sind als zum Beispiel die Unterschiede zwischen Kochhäusern und Placidushäusern. Also sollte man vielleicht da auch bedenken. Ja? Eine Frage zur Feststellung des Aszendenten im sibirischen Tierkreis. Muss man den als ohne Ausdehnung sich denken, als Kreis eben, ohne Ausdehnung? Wenn ich siderisch denke, dann habe ich einen Umkreis. Wenn da durch den Horizont läuft, müsste ich ja einen Spielraum haben. Oder ist ein exakter Aszendent auf dem sibirischen Tierkreis feststellbar? Ja, weil der siderische Tierkreis hat ja eine klare Definition. Ich meine, je nach Ayanamsha wird die Definition etwas anders sein, aber sie ist dann eindeutig. Naja, aber nach oben und unten hat es ja Ausdehnung. Ne? Wenn ich sie ekliptikal habe, hat es Ausdehnung. Wenn der Horizont schneidet, hat es ja einen ganzen Dirk-Bereich. Ja, gut, aber wenn wir sozusagen den Pol der Ekliptik nehmen, ja, die Pole der Ekliptik nehmen, und das Ganze ist ein Rotationssystem, ja. Der Rotation der Sonne oder der Erde um die Sonne und der anderen Planeten, aber vor allem der Erde um die Sonne, und dieses Rotationssystem hat eine Achse. Und von dieser Achse aus werden eben die ekliptischen Grade berechnet. Und damit hätten wir einen eindeutigen Bezug auf... Also wird sie doch festgestellt als Eben. Als Eben, ja. Als Eben. Kreis, Großkreis, genau. Ja. Ich würde das auch nochmal wissen, das ist ja nicht ganz konsequent. Also es geht wirklich nicht um die Sternbilder. Es geht nicht um die Sternbilder. Ich sage das von einem Kreis, ja? Nein, es geht nicht um die Sternbilder. Sternbilder sind die Marken, Ich verstehe. Ja, es gibt ja in der anthroposophischen Sichtweise die Vorstellung, dass mit dem Christusimpuls, ja, gewissermaßen die Sternbildsphäre in das Erd-Sonne-Verhältnis eingetreten sein. Das ist ja ganz interessant, sich damit tiefer zu beschäftigen, nämlich weil ja Rudolf Steiner auch diesen Gang der Seele nach dem Tod durch die Sphären hat, ne? Durch die verschiedenen Sphären. Und da ist ein Gedanke, den finde ich ganz interessant, dass er meint, dass die physische Ebene des Menschen eigentlich korrespondiert mit den höchsten geistigen Hierarchien, nämlich den Cherubim, Bim und Seraphim. Ne? Während die mehr, Lebensleib oder dann das Astralleib ja mit weniger höheren Sphären korrespondiert. Wie Throne und so weiter. Da gibt es ja in der christlichen Lehre diese unterschiedliche Sphären der himmlischen Wesenheiten. Ich muss nur mal sagen, also auch da gibt es Zusammenhänge zwischen spirituellen Sichtweisen, ja, dem Gang der Seele nach dem Tod und der Rückkehr, die in das Erd-Sonne-Verhältnis gespiegelt werden. Weil nämlich Rudolf Steiner, der ja anknüpft an die Theosophie, ne, von Blavatsky und so weiter, diesen Sonnengeist in Christus sieht, der Sonnengeist, der sich inkarniert, ne, auf der Erde und insofern als höherer Sonnengeist, nämlich die höhere Sphäre, in die Erde hineinspiegelt. Und so kommt es da wieder zum Zusammenhang, dass auch das Tropische wiederum das einfällt. Das Tropische dann ist, ist mir daraus nicht erkennbar, weil der Sonnengeist ist natürlich aus den Sternenwelten hervorgegangen und bringt sozusagen, wird informiert durch die Galaxie. Jede Sonne muss ja informiert werden durch die Galaxie, weil etwas, was aus einem etwas anderem entsteht, hat denn natürlich sozusagen als Hintergrund diese Information. Und natürlich muss das Sonnensystem sozusagen das
herausgebildet hat aus diesem Sternenwelt, ja, bringt natürlich diese Information mit rein. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir haben hier mit dem Tierkreis, haben wir es mit einer Einteilung zu tun, die hat natürlich mit den Rhythmen der Erde zu tun. 27 Nakshatras hat mit dem Rhythmus der Mond zu tun. 12 Tierkreiszeichen hat mit dem Rhythmus der 12 Monde zu tun in einem Jahr und so weiter. Das sind natürlich Rhythmen, die mit der Erde zu tun haben und mit den Erdbewegungen zu tun haben. Ich verstehe sie aber so, jeder nimmt ja die Umwelt anders wahr. Und wir nehmen die Umwelt mit unseren Sinnesorganen wahr, mit unserer eigenen Konstitution wahr. Und deswegen nehmen wir, ich spreche von Wahrnehmung auf einer seelischen Ebene, ja, wir nehmen sozusagen diese galaktische Realität wahr mit unserem Organ. Und dieses Organ ist 12-fältig, 27-fältig und so weiter, weil das Erdsystem, Erdmond-Sonnensystem so konfiguriert ist. In einer Welt, wo die Sonne die Erde anders um die Sonne sich kreisen würde, würden wir wahrscheinlich eine andere Einteilung, würde mehr Sinn machen, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Ja, weil die aber mal einen Gedanken noch. Wir denken ja der Astrologie oder hinterfragen sie über unsere Erfahrung. Ja. Also das heißt, wir machen mit der Astrologie Erfahrung und haben Evidenzerlebnisse. Ja. So, und diese Evidenzerlebnisse sind zum Teil sehr hoch bezüglich des tropischen Tierkreises. Ja gut, das ist bei den Sibirischen auch. Das muss man halt auch sehen, dass es ein Interesse bestehen kann, von der Erfahrung auszugehen und diese zu hinterfragen. Ich kann natürlich auch jedem System etwas aufsetzen. Oder ich kann sagen, ich löse mich mal völlig von eigener Erfahrung, die ich mache, oder eigener Sichtweise und nehme ein geistiges Weltbild an. Ein Glaubenssystem. Das ist eine Diskussion, da kann man natürlich. Man kann ja gerne die Horoskope auspacken und deuten. Noch eine letzte Frage, Angelika, was noch? Vielleicht stelle ich es. Okay, dann würde ich jetzt gerne die Pause machen. Um 15:15 geht es weiter.